seid ihr alle da? Ja. Okay, also heute gibt es eine kleine Einführung zum Thema Klavierbau. Ich muss dazu sagen, es ist wirklich nur eine Einführung. Das Feld ist sehr viel weiter und ich habe mich am Riemen gerissen, das irgendwie ein bisschen kurz zu halten, damit wir heute Abend noch durchkommen. Grundsätzlich geht es darum, einfach mal zu verstehen, wo das Klavier herkommt und wie es funktioniert. Na? So. Nein, das war jetzt wieder nicht so weit. Ein bisschen langsam. So. Das ist so ein bisschen hier unser Fahrplan für heute. Wir haben einmal eine kurze Begriffserklärung, woher das Wort Klavier überhaupt kommt oder das Wort Piano. Dann eine kurze Geschichte, da werde ich mich wirklich kurz fassen. Die ist sonst, also das war das langweiligste Filmthema bei den Prüfungen immer. Danke. Dann ein bisschen was über mein Berufsfeld. Olli meint, das wäre interessant, weil die meisten nicht wissen, was ich eigentlich tue als Klavierbauer. Und dann ein bisschen was über den Aufbau. Die akustische Anlage, sprich der ganze Kasten, der da so steht, ne, aus welchen Teilen ist er gefertigt und wie sitzen die zusammen. Die Mensuration, das meint die Saitenanlage, die Länge der Saiten und wie die berechnet wird. Und ja, zu der Mechanik halt eine Kleinigkeit, das wird dann ein bisschen komplexer. Also, der Begriff Klavier oder Piano kommt jetzt von Bartolomeo Cristofori. Das war so der Urvater des Klaviers. Der hat den ersten Hammerflügel erfunden. Also das erste Mal, dass wirklich irgendwas gegen die Saite geschlagen hat. Ein Tasteninstrument, was gegen die Saite schlägt. Und das gilt so allgemein als die Geburtsstunde des Klaviers. Das ist jetzt gerade mal 300 Jahre her. Das Klavier ist gar nicht so alt vom Instrument her. Das erste Klavier nannte er dann Arpicembalo di nuova invenzione che fa il piano e il forte. Das heißt, neue Erfindung des Cembalo, was laut und leise spielen kann. Vorher konnten die Instrumente nämlich nur auf einer Lautstärke spielen, in der Regel. Das war also eine ganz große Neuerung. Das wurde dann, weil wir alle faul sind, Piano Forte. Und jetzt heißt nur noch Piano, also eigentlich, was wir jetzt Piano nennen, heißt einfach nur leise. Ist mittlerweile so der allgemeine Begriff geworden. Das Wort Klavier benutzen wir ja auch vom Begriff Clavis, lateinisch Schlüssel, bezeichnet die Tasten allgemein. Also alles, was Tasten hat. Früher gab es dann auch Clavichord, Clavicembalo, Clavicin und so. Also alles dieses Clavis, das ist immer ein Tasteninstrument gewesen. Auf Englisch heißt Taste übrigens Key. Gibt es ja auch als Tasteninstrumente das Keyboard. Sowohl musikalisch als auch das, was ihr jeden Tag in der Hand habt. So, am Anfang war, ein bisschen Geschichte, am Anfang war das Monochord. Streng genommen ist das noch kein Musikinstrument, sondern einfach nur ein Kasten. Eine Saite drüber gespannt und in der Mitte dieses kleine Dreieck hier, das ist ein kleiner Keil, der sich unter der Saite verschieben lässt. Da konnte man dann sehr gut Experimente machen. Zur Forschung zum Beispiel, akustische Experimente über Saitenverhältnisse und so. Und die Hälfte der Saite, die klingt dann genau eine Oktave höher und so Sachen. Pythagoras war da zum Beispiel ganz groß. Da konnte man noch nicht wirklich Musik drauf machen, aber das ist so der Urvater aller Saiteninstrumente. Dann als nächstes kam das Klavichord. Das ist ein Instrument, das hatte schon Tasten, Clavis, ja. Und da wurden dann am Ende der Tasten, da oben diese dunklen Punkte, das waren Tangenten, die gegen die Saite gedrückt haben. Noch nicht geschlagen, sondern einfach nur gegengedrückt. Im Prinzip der gleiche Effekt, wenn man bei der Gitarre einfach die Saite runterdrückt, ohne die Saite anzuschlagen, gibt es ja eben trotzdem einen Ton. Ne? War aber eben auch relativ leise und das war dann wirklich nur so ein Wohnzimmerinstrument für ein bisschen Klimper. Also gleichzeitiges Abgreifen und Anschlagen mit einer Tangente. Der nächste hier, das ist ein Cembalo. Der hat jetzt schon Tasten gehabt mit solchen Springern am Ende der Taste. Da war ein kleiner Kiel dran, aus Leder oder Rabenfeder bevorzugt. Und die haben die Saite dann wirklich angezupft. Das heißt, die Saite hat wirklich einen Impuls gekriegt und konnte danach frei schwingen. Das war natürlich deutlich lauter. Die Instrumente wurden dann auch größer. Das ist jetzt schon von der Form her sehr ähnlich dem heutigen Flügel. Ja? Somit auf der unteren Seite lang und auf der oberen Seite kurz. Da die Form ist physikalisch gegeben durch die langen und kurzen Saiten im Bass und im Diskant. Dieser Herr Silbermann übrigens hier, der war Orgelbauer. Und der Orgelbauer hat dieses Cembalo gebaut,
Das war damals eher noch ein Übeinstrument für Organisten. Hatte ja nicht jeder so eine Orgel oder was zu Hause stehen. Und wenn man dann so ein Cembalo hatte, das war leicht, das konnte man sich ins Wohnzimmer stellen, hatte genauso Tasten wie die Orgel, also hat man dann, war das eher so ein, eher anfangs noch ein Übeinstrument. Es wurde aber immer selbstständiger, immer als eigenständiges Instrument verwendet, zum Beispiel zur Orchesterbegleitung bei Kammermusik oder so. Das war ja noch nicht so laut, also großes Orchester gab es da noch nicht. Und wurde dann immer eigenständiger und ja, hatte aber nur eine Lautstärke. Also wenn man es angezupft hat, war es einmal angezupft und fertig, ne? Also man konnte nicht durch festeres Anschlagen oder was eine größere Lautstärke erzeugen. Das ging da noch nicht. Beim Loslassen das dann wieder ein, also ist wieder unter die Seite drunter Genau. gerutscht, hat dann wieder eingehakt oder so. Dieser Kiel, der diese Seite angeschlagen hat, der war an so einer Feder aufgehängt. Und der war unten schräg angeschnitten. Das heißt, wenn er einmal angeschlagen hat, dann kam er wieder rüber, dann ist er so weggerutscht und ist wieder drunter gerutscht. Das war das. Also grundsätzlich fragt immer, gell, wenn ihr Fragen habt, weil das ist, wenn es euch interessiert, gleich los. Warum hat das Chamberlain zwei Manuale? Es gibt auch einmalige, es gibt auch drei Manuale. Also es gibt verschiedene Bauweisen. Das ist jetzt, sind wir schon beim Hammerflügel? Was macht dann das zweite Manual? Was ist da anders? Ach so, es gibt Doppelbeseitung bei dem Cembalo. Also man hat lange Saiten drin und direkt neben dieser langen Saite quasi ist eine Saite, die ist nur halb so lang. Das heißt, das obere Manual schlägt dann zupft die kürzeren Saiten an, das untere Manual die längeren Saiten. Und so kann man dann eine Oktave versetzt spielen sozusagen. Man kann sie dann auch koppeln, dass man, wenn man nur eine Taste drückt, dass sich beide Manuale bewegen und beide Saiten angeschlagen werden und solche Geschichten. Also man konnte dann, das war das Einzige, wo man die Lautstärke so regulieren konnte, dass man halt die Oktave gleich mit benutzte oder so ähnlich, ne? Dann wurde es dann ein bisschen lauter. Aber von der Idee hatten die immer nur eine Seite erstmal pro Richtig. Beim Cembalo hat, das kommt dann später beim Klavier noch, da haben wir mehr, beim Cembalo haben wir nur eine Seite pro Ton. Eine Seite pro Taste. Es sei denn, es wird gekoppelt, ne? Dass dann halt beide Tasten sozusagen gleichzeitig bewegt werden. Die Anordnung der Tasten ergibt sich einfach nur, was praktischer ist. Die dunklen Seiten. Also die Saiten praktisch in der Größe absteigend anzuordnen, oder gibt es irgendeinen Grund, warum die so angeordnet sind, wie sie sind? Dass der Bass links ist und der Diskant rechts oder Ja, wie? zum Beispiel, oder wie? Ja, also irgendwie musste man es ja wohl machen, ne? Ja, Ich das glaube, ist einfach oder? so, okay, wir machen einfach von ganz dunkel bis hell, so. Ja klar, also das macht ja Sinn, dass die in einer Linie liegen, ja? Dass du dann Melodien rauf und runter spielen kannst. Nach oben wird es halt heller vom Ton her und nach, also So, okay. was wäre die Alternative, das durcheinander zu machen oder Ja, wie? zum Beispiel, keine Ahnung, vielleicht gibt es irgendwas, wie man besser Sprechend richtig eine lesen Melodie, da muss könnte man so oder so. Ja, also was es da tatsächlich gegeben hat mal vor einigen Jahren, da hat ein Klavierhersteller oder mehrere haben das schon probiert, eine Linkshänderflügel gebaut. Da haben sie einfach alles spiegelverkehrt gebaut. Das heißt, der Bass war dann oben und also gut, man kann sich darüber streiten, ob das jetzt sinnvoll ist. Es gibt, also man muss dann natürlich alles umlernen, ne? Aber ist eigentlich Quatsch. Aber so ist es halt. Also unten auf der rechten Seite, wenn die linke Seite, Entschuldigung, linke Seite ist Bass, ne? Und rechte Seite ist Diskant, also da geht der Ton halt hoch. Ja, dann mache ich weiter. Als nächstes hier, das war hier unser Cristofori, ja, den wir am Anfang hatten, der Hammerflügel. Das ist jetzt auch ein Modell von Silbermann, unserem Orgelbauer. Das war einer so der Pioniere, was das angeht. Der hat sehr viel gemacht und sehr viel entwickelt auch. Das ist jetzt das erste Instrument, der Tasteninstrument, wo dann wirklich ein Hämmerchen von unten gegen die Saite schlägt. Das heißt, der Ton kann beeinflusst werden nach Kraftaufwand. Wenn man nur leicht anschlägt, dann ist der Ton eben leiser und wenn man feste schlägt, kommt der Ton eben lauter. Ist noch nicht zu verwechseln mit dem Flügel von heute. Der war noch wesentlich leiser und hat auch eine andere Klangfarbe gehabt. Also da drin, das ist alles Holz mit Holzrahmen und so. Da waren die Saiten sehr viel dünner auch. Ne? Aber hier haben wir dann auch schon Doppelbeseitungen zum Beispiel. Also da schlägt dann auch ein Hammer mal zwei Saiten an. Statt immer nur eins. Und das wird also deutlich lauter. Und da wird das Instrument dann auch ein ja, Solo-Instrument so nach und nach, dass man dann wirklich sehr virtuos drauf spielen kann und sehr gefühlvoll. Und es gibt auch sehr viele, also da gab es dann ganz andere Möglichkeiten zu komponieren auf einmal. Also man, so im Barock und früher und so, da war ja alles irgendwo mehr oder weniger eine Lautstärke. Ne? Und so, jetzt konnte man mit dem Flügel alleine, mit dem Klavier alleine,
unterschiedliche Dynamikstufen machen. Und entsprechend, die Komponisten haben es dankbar natürlich angenommen. Es hat sehr viel mehr Freiheiten, was das angeht. Das von Metallsaiten oder noch Darmsaiten? Die haben Metallsaiten. Alle, von Anfang an eigentlich Metallsaiten. Die Darmsaiten sind mehr so Streichinstrumente, glaube ich. Also die Klavier- und Tasteninstrumente sind immer Metallsaiten, aber unterschiedliche Metalle. Also wir haben jetzt im modernen Klavier oder Flügel Stahlsaiten drin, mit Kupfer umsponnen. Bei den historischen Instrumenten hier, Hammerflügel, Cembalo und so, das sind dann auch Messingsaiten dabei oder Kupfer oder was auch immer, ne, auch umsponnen und verschiedene, mit Eisen umsponnene, also ganz verschiedene Materialien, die dann unterschiedlichen Klangcharakter haben. Das heißt, die Leute hatten damals schon die Möglichkeit, Drähte so fein auszuziehen, dass man sie als verwenden konnte, Metallträger. Ja, das schon. Also es gab früher regelrechte Wettbewerbe, also gerade wenn wir jetzt weitergehen zu den modernen Klavieren, wie viel Zugspannung so eine Saite aushalten kann. Auf den Messen regelmäßig wurden dann halt solche Maschinen aufgestellt, eine Saite eingespannt und gib ihm und wessen Saite als letzter reißt, der hat gewonnen. Ja. Das ist dann, da komme ich jetzt gleich zu. Als nächstes, das wollte ich noch lustig zeigen, also das trieb dann schon sehr lustige Blüten dann. Das waren jetzt alles noch Instrumente, die mehr oder weniger im Wohnzimmer standen, ne? Für kleinere Geschichten. Und auch so für die Damen der Gesellschaft und so, die hatten dann immer, also das ist jetzt zum Beispiel ein Nähkästchen. Ne? Das ist ein Nähtischklavier, da ist unten eine Schublade, wo sie dann ihre Feen und ihre Nadeln drin haben. Oben drüber ist es dann halt ein kleines Klavier oder ein ich weiß gar nicht, was das jetzt für eine Mechanik ist. Und da haben die dann halt zusammengesessen, die Damen, und haben Kaffeekränzchen gehalten und zwischendrin halt ein paar Volksliedchen geklimpert. Ich meine, das hat, was weiß ich, 3 Oktaven, da hat man natürlich nicht so viel Möglichkeit hier pianistisch. Da ging es wirklich nur so um ein bisschen Melodie machen und ein bisschen Musik machen, während man genäht hat. Und lauter solche Sachen. Also würde jetzt auch ein bisschen den Rahmen sprengen. Naja. Also diese Instrumente, die wurden also immer solistischer und da man auch immer zum Beispiel mit einem Orchester zusammenspielen wollte, wurde der Wunsch dann natürlich laut, die sollen lauter werden. Dieses Cembalo oder auch diese Hammerklaviere sind relativ leise. Wenn man dann mit Streichern zusammenspielt oder mit einem größeren Orchester, dann gingen die schnell mal unter. Und deswegen haben sie dann kam es dann zu dieser Stahlseitengeschichte. Je mehr Spannung so eine Saite hat, desto lauter klingt sie dann auch. Jetzt ist aber die Instrumente, wie wir sie jetzt hatten, in der Bauform, das ist ja alles Holz. Und diese große Spannung halten die gar nicht aus. Die kollabieren dann halt, die gehen halt kaputt. Und deswegen, eine der großen Neuerungen, ist dann so der moderne Flügel. Das ist einer der ersten modernen Flügel, von Mand und Olbricht, das ist um die Jahrhundertwende. Der hat jetzt eine englische Stoßzungenmechanik, also eine Weiterentwicklung zu der normalen Hammermechanik. Also da sind jetzt größere Hämmer drin, da sind dicke Saiten drin mit viel Spannung. Und vor allem hat er jetzt eine Gussplatte, also eine aus Grauguss gefertigte Metallplatte drin, die großen Zugkräfte aufnehmen. Sonst, also auf Holz alleine, auf Holzrahmen alleine funktioniert das nicht mehr. Jetzt werden die Saiten, dann haben sie ja nicht nur 2, sondern auch 3 Saiten zum Beispiel, vor allem hier also in der Mittellage und hier oben zum Diskant, da sind sie dann dreiseitig. Also jeder Ton hat dann 3 Saiten, die gleichzeitig angeschlagen werden und den Bass unten dann zweiseitig oder sogar einseitig. Also das sind das mehr Tasten als beim modernen Klavier? Nee, das sind 88 oder 85 Tasten in dem Fall. Also der Umfang der Klaviatur, der ist vom Cembalo her natürlich größer geworden. Der hat jetzt 85 Tasten, wenn ich mich nicht irre. Ja. Und der moderne Flügel heute hat 88 Tasten. Der hat also oben im Diskant hat er nochmal 3 Tasten mehr. Und es gibt dann noch ganz große Flügel, so der Bösendorfer Imperial oder so, der hat dann unten im Bass nochmal 3 bis 5 Tasten mehr. Also da geht es wirklich nur um die Erweiterung des Resonanzbodens. Die Töne unten spielt man tatsächlich nicht mehr. Die sind auch beschissen zu stimmen, by the way. Ja, noch eine Neuerung ist, klar, die Stahlsaiten und dass die Saiten kreuzseitig bezogen sind. Also sehen wir nachher nochmal in der Mensur, aber hier in Diskant und Mittellage, da laufen die Saiten so nach links hinten rüber und im Bass dann in die andere Richtung so schräg rüber. Ne? Also auf 2 Ebenen laufen die übereinander und das gibt dem Ganzen mehr Stabilität, dass sie nicht alle in die gleiche Richtung ziehen, sondern quasi so über Kreuz gespannt sind. Das sehen wir nachher nochmal genauer.
So, und das ist jetzt der moderne Konzertflügel. Das ist jetzt von Steinway & Sons, der gehört zu den besten Herstellern. Viele sagen, der beste überhaupt. Die machen hervorragende Flügel. Und das ist so der klassische moderne Konzertflügel, den schwarz lackiert meistens heute. Ja. Also früher war das oft so, dass die Cembali und so auch schön bemalt waren. Das waren ja richtige Kunstwerke zu Hause. Da waren Gemälde drin, innen im Deckel und außen und auch nur Schnitzereien und Füße und gedrechselt und was nicht alles. Aber die, heutzutage sind die halt sehr schlicht und schwarz lackiert. Das kennt jeder, diesen Klavierlack. Ne? Gibt es mittlerweile auch in Küchen. Und das soll jetzt natürlich von der Musik nicht mehr ablenken. Also man ist jetzt heutzutage darauf, der Pianist bringt da eine Kunst auf die Bühne. Da soll jetzt der Zuhörer sich wirklich auf die Musik konzentrieren und nicht darauf, dass da ne, noch das Bild bewundern nebenbei. Das ist einfach so der Zeitgeist, der sich da wandelt. Darf ich fragen, für wie viel ihr so ein Konzertflügel verkauft? Das kommt auf die Qualität an. Also der hier, ja, ich wünschte, ich hätte so viel Geld. Ich weiß jetzt nicht genau, was der Listenpreis ist. Sowas wie 80.000 oder so. Ne? 80.000, 90.000 wird er jetzt kosten. Ich weiß gar nicht, was. Ja. Euro, nicht PCs. Ja, Euro. Na gut, überlegt euch mal, was ein Ferrari kostet, ja. Also da sind die eigentlich schon relativ billig. Ja, Ferrari hat einen Motor. Ja, dieser Flügel hat mehr bewegliche Teile als jedes Auto. So, ein bisschen was, noch jemand Fragen zu dazu? Ein bisschen was gibt es dann natürlich auch wieder Neues, ja, Elektronik. Das hier, also es wird immer mehr Elektronik eingebaut in die modernen Instrumente. Ne? Es ist nicht nur Klavier, sondern man hat heutzutage auch andere Ansprüche. Zum Beispiel Wohnsituation ist ein bisschen angespannt. Ja? Hier hat nicht jeder sein eigenes Häuschen auf dem Land. Und da kann man dann auch mit Kopfhörern spielen. Der ist jetzt hier unten drunter. Das sind solche Sensoren oder solche kleinen Hebelchen in dem Fall. Wenn die Taste gedrückt wird, registriert es das und man kann dann über einen Tongenerator und über einen Kopfhörer spielen. In der Mechanik da drin, ne, sieht man jetzt nicht, ist dann eine Leiste, die man umklappen kann, so dass die Hämmer kurz, naja, bevor sie die Saite berühren, gegen diese Leiste kommen. Und dadurch wird die Saite nicht angeregt und es kommt kein tatsächlicher Ton. Man hört immer nur so ein leises Pock-Pock und der Ton kommt über Kopfhörer. Ist aber ein elektronischer Ton. Also das ist kein Vergleich zum echten Klavier, es ist eine Einschränkung. Aber bei manchen Situationen, wird es dankbar angenommen, dass man einfach überhaupt spielen kann. Das Spielgefühl ist dann trotzdem wie beim realen Spielen. Man bewegt die tatsächliche Mechanik mit. Das ist ein großer Unterschied zum Beispiel zu einem reinen E-Piano. Ja. Ne? Hat aber, also für gute Pianisten, die merken das dann, dass da eine Stummschaltung drin ist, weil man in der Regulierung minimal was ändern muss. Für jemand, der nicht so gut spielt, fällt es nicht auf. Aber für einen Pianisten ist das dann nichts. Ne? Also dann. Also zumindest ich merke es, also wahrscheinlich viele merken es nicht. Würde der Pianist auch merken, also wenn das sozusagen abgestellt ist, also der die Saite richtig anschlägt, aber das nur mit eingebaut ist, den Unterschied würde er dann auch schon merken? Irgendwie? Ja, nein, wenig. Also was er merken würde, ist bei den, man muss sagen, bei den meisten Instrumenten. Es gibt mittlerweile bei Yamaha zum Beispiel, die haben ein System, das funktioniert da ganz gut. Ich will jetzt anderen Herstellern nicht Unrecht tun, die haben vielleicht auch irgendwas, was ich vielleicht noch nicht weiß. Aber bei den Klavieren üblicherweise ist es so, dass die Regulierung ein bisschen verändert werden muss, damit das reibungslos funktioniert mit dieser zusätzlichen eingebauten Leiste. Und diese Regulierungsänderung ist auch dabei, wenn man das akustisch spielt. Ja? Also das merkt man dann immer, dass das Klavier nicht optimal eingestellt ist. Und wenn man ganz, ganz feines Fingerspitzengefühl hat, merkt man vielleicht, dass man da unten diese Hebelchen mitbewegen muss. Ja, die machen nicht wirklich viel aus, aber es gibt Leute, die behaupten, die merken das. Es gibt auch berührungsfreie, ne? Also das wird dann einfach durch Lichtschranke gemacht. Ja, und durch nicht nur die Stummschaltung, sondern es gibt dann auch so Selbstspieler zum Beispiel, ne, die dann einfach elektromagnetisch die Tasten bewegen. Und die können dann, da kann man dann halt irgendwelche CDs einlegen und dann spielt dann das Klavier selber was vor. Ne? So in echt, mit echtem Klavierklang und so. Dann, klar, Aufnahme, wenn man eigene Sachen aufnimmt und wiedergibt. Es gibt Instrumente, die kann man mittlerweile mit dem Internet verbinden. Da kann man dann vierhändig mit einem Pianisten spielen, der gerade in New York sitzt oder in Shanghai oder so.
Also alles, was irgendwie technisch möglich ist, versucht man da einzubauen. Ich muss dazu sagen, der Olli lacht mich immer noch ein bisschen aus da, was die Klavierbauer... Es gibt Technik, die halt, die muss erst noch umgesetzt werden ins Klavier. Ne? Aber man geht wirklich diesen Weg. Also vor allem Yamaha ist da wirklich Marktführer, was das angeht. Die machen schon richtig geile Sachen. Man muss dazu sagen, es ist, ersetzt das Klavier nicht oder so, es ergänzt dieses Klavier dann um zusätzliche Features. So, das gibt's auch hier. Das wäre ein Audioforte-System von Schimmel, ein deutscher Hersteller. Der Resonanzboden, zu dem wir nachher dann auch noch kommen, ist im Prinzip nichts anderes als eine Lautsprechermembran, damit wir die Schwingung der Saite dann auch hören können von der Lautstärke. Und die haben dann ein Audioforte-System eingebaut. Man kann zum Beispiel, also man kann eine Audioaufnahme auf dem Klavier abspielen. Also man benutzt das Klavier als Lautsprecher. Und dieser Resonanzboden hat verdammt gute Qualitäten. Also das kann sich mit wirklich guten Lautsprechern messen. Was? Ich habe es noch nicht wirklich live gehört, ich weiß es nur von Erzählungen, aber ja, da ist natürlich auch reichlich Verkabelung drin. Das ist auch so ein Selbstspieler, der dann halt die Tasten selbst bewegt. Der braucht man. Man kann es entweder einschalten, dass er die Tasten bewegt und die Saiten auch anschlägt, oder man kann Musik drüber hören über einen Audioeingang. Oder beides gleichzeitig. Verstehe. Ja, also man kann jetzt zum Beispiel, wenn man dann entsprechende Daten hat, kann das Klavier den Klavierpart selber spielen und das Orchester oder der Sänger oder was auch immer da kommt, wird dann gleichzeitig über den gleichen Resonanzboden wiedergegeben. Das ist cool. Ne? Also die akustischen Eigenschaften von einem Resonanzboden sind schon wirklich erstaunlich. Ja. Damit schließe ich so den Geschichtsteil ab. Noch jemand fragen? Das war jetzt nur mal ein kurzer Durchmarsch. hier. Als nächstes, ja, so kurz, was ich mache. Voraussetzungen braucht man nicht viel, um Klavierbauer zu werden. Der Hauptschulabschluss reicht eigentlich. Man muss noch nicht mal Klavier spielen können. Also ihr würdet euch wundern, wie viele Klavierbauer eben nicht Klavier spielen können. Ansonsten ist es ein ganz normaler Handwerksberuf. Ich freue mich. Ich habe die Zukunft voraus. Ja, er hat Hauptschule. Ehrlich, er wird Klavierbauer. Ja. Naja, da reden wir drüber. Duales System, ja, ganz normal 3,5 Jahre. Wenn man sich gut anstellt, kann man es auf 3 Jahre verkürzen. Und ja, Besonderheit ist da vielleicht, dass es wirklich nur eine Schule in Deutschland gibt, wo man das lernen kann. Das ist in Ludwigsburg, die Oskar-Walker-Schule. Und da muss man dann entsprechend halt zum Blockunterricht hin, ne? Also 2-mal im Jahr für 6 bis 8 Wochen quartiert man sich dann da ein und schöne Schwabenländle, ne? Und wenn man dann fertig ist, dann hat man verschiedene Möglichkeiten. Also sowohl in der Ausbildung als auch in der Arbeit hinterher kann man entweder in der Produktion sein, sprich in den Klavierfabriken, oder eben im Reparatur- oder Servicebereich. Die Produktion, also muss sagen, die Klaviere, die werden jetzt heutzutage nicht mehr in so einer kleinen Werkstatt irgendwie, ne, von Hand gehobelt und so, wie man sich das vorstellt, wie das vielleicht so Geigenbauer machen, sondern das ist ja wirklich ein Industrieprodukt, ja, das ist ein Kind der Industrialisierung. Da wird in den Fabriken gearbeitet und da gibt es dann, ja, da spezialisiert man sich normalerweise dann auf eine Sache, also sei es irgendwie so die Endabnahme oder nur Stimmen intonieren. Oder auch die Leitung zum Beispiel. In den Fabriken arbeiten nicht so viele Klavierbauer. Das sind also vieles Angelernte oder Schreiner oder so. Oder Hausfrauen, die halt 5 Mechaniken am Tag setzen. Oder ich weiß nicht, wie viele die da schaffen. Also das müssen nicht unbedingt fertig ausgebildete Klavierbauer sein. Was ist der Unterschied zwischen Stimmen und Intonieren? Beim Stimmen spanne ich die Saite, dass er die richtige Tonhöhe hat. Und beim Intonieren mache ich den Hammerkopf so elastisch, wie ich es haben möchte, um die Klangfarbe zu verändern. Ob der Ton jetzt hart oder weicher kommt. Okay. Klar? Okay. Nein. Genau, ich selber arbeite jetzt im Reparatur- und Servicebereich. Also da ist, da gehe ich viel in den Außendienst, also bei den Leuten zu Hause. Die Instrumente müssen regelmäßig gepflegt werden und Reparaturen, Stimmen intonieren natürlich, wie gesagt. Konzertbetreuung zum Beispiel, also die Pianisten, die kriegen nicht nur was hingestellt, sondern die kriegen auch ihre Wünsche erfüllt am Flügel, wie sie ihn gerne hätten. Beratung, Verkauf, also im Prinzip alles, was nach der Fabrik kommt, und das ist halt sehr vielfältig und reichlich, und ich bin ganz froh, dass ich nicht in der Produktion bin, sondern im Service. Ein sehr vielfältiger Job. So, jetzt wird's interessant. Der Rastenbau.
ich mache das so in der Reihenfolge, wie so ein Instrument tatsächlich gebaut wird. Also das ist die Raste des Grundgerüsts. Da haben wir hier die Rastenbalken, ne? Oder die Rastenspreizen. Die sind tatsächlich auch oft so, es gibt verschiedene Modelle, in dem Fall so aufgefächert, wie auch die Saiten laufen, ne? So ein bisschen, die sollen auch die Stabilität geben, die Statik. Dann die innere und äußere Zarge, das ist die innere. Und das schwarze Außen ist die äußere Zarge. Die sind, also diese Differenz hier, das ist nur, damit man das so wie eine Explosionszeichnung besser sieht. Also die sind schon direkt aufeinander. Und hier vorne, das ist dann der Klaviaturboden. Da kommt dann nachher die Mechanik drauf und die Tasten. Die werden bei einem Flügel wie so eine Schublade im Prinzip reingeschoben. Die kann man dann komplett entfernen. Und hier das außenrum, was in, auf der inneren Zarge drauf liegt, ist das Bodenlager. Da wird dann der Resonanzboden draufgeleimt. Nennt man da eine bestimmte Holzart oder hat man sich über die Jahre irgendwie auf die... Also meistens ist das Fichte. Es wird also sicherlich auch anderes probiert. Ich meine, meistens ist es Fichte. Die haben also sehr, also wird sehr viel verarbeitet in Klavierbau, weil sie einfach statische und akustische Eigenschaften haben, wie wir so uns vorstellen. Und außenrum ist es dann meistens, also diese Form hier, das ist meistens verschiedene Furnierlagen, die dann aufeinander geleimt werden und dann in so eine riesen Presse in dieser Form reingeschoben werden, damit sie dann eben diese gebundene Form haben. Hm? Auch für diesen inneren Rahmen dann? Welchen? Der innere? Also ich wollte ihn noch fragen, auf diese Rundungen, so, wie man die so schön gestalten kann, dass es auch nicht zurückfedert oder so. Ja, unter Umständen ist es sogar gewünscht, dass es zurückfedert, also dass es ganz unter Spannung stellt und so weiter. Also das sind aber so ein bisschen die Geheimnisse der einzelnen Hersteller. Da, das sind so Themen, wo sich die Klavierbauer dann nächtelang heiß diskutieren können. Ja. Aber das sind ja jetzt schon so, was ich 15 cm dick ist, die innere... Die innere ist nicht... doch, die innere, ich weiß gar nicht, ich glaube, die sind auch aus, aus Furnierlagen gemacht. Du kannst so viel drauf machen, wie du willst. Hm? Oh, dann kann ich die Biegung auch messen. Dann kriegt man diese Biegung eben hin. Wenn es aus Massivholz gemacht wäre, dann müsste es geschichtet werden, also ne, angeschrägt und mehrere Stücke aneinander. Ich bin jetzt gerade ein bisschen überfragt. Wie die das, also verschiedene Hersteller haben da verschiedene Methoden. Mhm. So, jetzt kommen wir zum Resonanzboden. Das ist natürlich so das Herzstück des Ganzen, die Membran. Die Funktion ist klar, also die Klangverstärkung, wenn man eine Saite alleine anschlagen würde, dann wäre die nicht so laut. Also die würde man nicht von hier bis nach da hören, sondern man braucht wirklich eine Verstärkung. Und dadurch, das macht eben der Resonanzboden. Material ist hier Bergfichte. Das ist sehr wichtig, dass es eine sehr langsam wachsende Fichte ist, mit sehr eng liegenden Jahresringen, damit einfach diese Membran eine homogene, möglichst homogene Struktur hat. Ne? Genau. Außerdem hat dieser Resonanzboden eine Wölbung, also so eine Kugelwölbung. Muss ich das, ja, das sieht man hier ein bisschen schlecht. In der Mitte ist er einfach ein bisschen höher und zu den Rändern fällt er halt ab. Das ist einfach, damit der Resonanzboden unter Spannung steht. Ne? Da habe ich jetzt gleich auch noch ein Beispiel dazu, warum. Außen ist der Resonanzboden etwas dünner, also hier bei dem Beispiel 5 mm, in der Mitte hat er 8 mm Stärke, damit er außen an der Aufhängung dann auch möglichst flexibel ist und schön flexibel schwingen kann. Ringsum eingeleimt, komplett, dass er halt ne, nirgends abhauen kann, sondern es ist ein geschlossenes System. Und die Saiten laufen quasi über diese Wölbung drüber, über Stege, das sehen wir gleich noch, und drücken dann von oben auf diesen Resonanzboden drauf. Und dadurch, dass dieser Resonanzboden erstmal diese Wölbung hat und dann von oben noch den Druck von den Saiten bekommt, hat er dann eine ganz bestimmte innere Spannung, die dann den guten Klang geben. Also das kann man hier, das ist so ein schönes Vorführmodell. Wenn ich diese Stimmgabel anschlage, dann kann ich jetzt hier, wenn ich rechts und links gegendrücke, den Resonanzboden hier spannen. Und bei einem ganz bestimmten Punkt, wenn er hinhört, dann hört man dann richtig, wie der Klang einfach aufgeht, ne? Wo er dann besonders schön klingt. Können wir mal hören? Ne, ungefähr hier. Ne, wenn ich jetzt weniger mache, ist... Schauen wir nochmal. So, jetzt wenig. Da kommt er. Und wenn ich zu viel Spannung drauf gebe, ist er auch wieder weg. Ne? Also diesen Punkt zu erwischen, den versucht man dann beim Klavierbau. Sehr minimal. Also wenn ich jetzt hier... Das ist toll. Ja. Das ist kein großer Bereich, oder? Nee. Ich wundere mich gerade, weil ich über das große Blech
dann hinkriegt, dass das genau so gespannt ist, dass es passt, weil es wird ja auch eingeleimt, hast du gesagt. Ja. Ja, nicht jedes Instrument ist optimal. Manche klingen besser als andere, weil sie besser gemacht sind. Aber so gute Hersteller müssen da wirklich viel Arbeit reinstecken und viel Forschung und so, dass dann die Konstruktion, Gesamtkonstruktion so ist, dass der Klang sich dann auch optimal ausbreiten kann. Aber das ist so das Grundprinzip des Ganzen. Ne? Wenn also Holz unter Spannung steht, dann ab einem gewissen Punkt, bei einer gewissen Spannung, klingt da einfach optimal. Und alles, was drüber hinausgeht oder so drunter, ist dann eher nachteilig. Hier sehen wir mal einen echten Resonanzboden von oben und von unten. Das ist, wenn man von unten rauf gucken würde auf den Flügel, ein Resonanzboden. Der ist unten berippt. Da sind auch solche Leisten drauf, auch Fichteleisten. Und zwar im 90-Grad-Winkel zum Faserverlauf. Damit der Resonanzboden in dieser Richtung versteift ist. Ne? Also der Boden würde sonst in dieser Richtung brechen, weil es in Richtung Faserverlauf einfach nicht stabil genug ist. Quer zur Faser wird dann eben diese Rippe drauf gemacht, damit es insgesamt stabil wird. Und außen sind die Rippen dann abgestochen, also die werden dann wirklich, ist es eigentlich mal Zeit, dass ich das Modell raushole. Kann man sich nämlich hier so echt in Natura mal angucken. Ich habe zwei davon, ich gebe euch einfach mal rum. Da kann man so schön nachvollziehen, was ich euch jetzt erzähle, die einzelnen Teile. Guck mal da. Vorsicht mit dem Türchen hinten. Da ist eine Rippe auf den Eimer, du musst das hinten das Türchen aufmachen. Die Rippen sind dann abgestochen zum Rand hin, damit das natürlich den Boden nicht versteift. Jetzt haben wir es extra so schön dünn gemacht am Rand und dann muss die Rippe natürlich dann auch entsprechend flexibel sein an der Stelle. An der Oberseite hier, das ist ganz wichtig, das sind die Stege. Das seht ihr am Modell auch vorne drauf. Das ist ungefähr 30 mm hoch, eine Holzleiste, auf der dann die Saiten aufliegen. Der Steg ist ein bisschen höher als die Saitenebene, wenn man die Saite einfach so drüber spannen würde. Und dadurch gibt es eben von oben diesen Druck auf den Resonanzboden, den die Saite macht. Ist der jetzt nur durch den Druck hier aufgepresst oder wird der? Nein, der Steg ist schon richtig aufgeleimt. Aufgeleimt? Ja. Also an allen Verbindungsflächen hier ist es dann? Ja. Also in dem Fall haben wir eine Brücke hier drauf, aber das kann ich euch nachher noch erklären. Das, ne? Noch Fragen zum Resonanzboden oder wie der funktioniert? Also der Steg ist bestiftet, die Saiten, die drüber laufen, die laufen an so Metallstiften vorbei, damit die Saiten an der Stelle bleiben, wo sie sollen. Und ein bisschen höher ist der Steg, damit eben der Druck auf den Resonanzboden passiert. So, als nächstes, ganz wichtig, die Gussplatte. Davon hatten wir es vorhin schon kurz. Die ist dafür da, dass halt diese enormen Saitenzugkräfte aufgenommen werden. Das ist also bei einem modernen Flügel oder einem modernen Klavier irgendwas ungefähr 170 kN. Ja, also das ist schon enorm. Das Material ist Graphitguss. Ganz wichtig ist, dass es wirklich aus einem Guss gemacht wird. Also da ist keine Schweißnähte und nichts verschraubt und so, sondern wirklich aus einem Guss gefertigt, damit es halt keine Bruchstellen gibt, keine Sollbruchstellen gibt. Die Dimensionierung von so einer Platte ist essentiell bei so einem Instrument. Ja, wenn sie bricht, dann ist halt kaputt. Da ist auch so ein Instrument dann nicht mehr zu retten. Ne? Nicht wirklich großartig. Also so mit Flickerei und sowas, da gibt's, kann man zwar ein bisschen was machen, aber macht nicht viel Sinn. Die Saiten sind angehängt an diese Gussplatte. Da sind hinten Stifte drauf, da sind Ösen an den Saiten hinten oder wird so drum geschlungen, auf diese Stifte aufgehängt. Und auf der anderen Seite hängen die Saiten auf dem Wirbel, hier im Wirbelfeld. Ne? Seht ihr auf dem Modell auch schön. Das ist im Prinzip auch nicht anders als bei einer Gitarre oder einer Geige. Das wird über einen Wirbel drum gewickelt und der Wirbel steckt dann also nicht in der Gussplatte selber, sondern im Stimmstock, was unter der Gussplatte ist. Das sehen wir aber nachher nochmal bei so einer Explosionszeichnung, sieht man es nochmal genauer. Auch wichtig zum Beispiel, jetzt mal, wenn wir ein bisschen in die Physik gehen, hier der Diskantbereich oben, der braucht sehr viel Masse.
Da wird also die Gussplatte wirklich massiv mit viel, viel Masse gefertigt, weil die hohen Töne ja eine sehr hohe Frequenz haben. Das heißt, die Energie, die ich da mit, im Diskant mit einem relativ kleinen Hammer auf diese Saiten draufgebe, die verpufft relativ schnell, weil sie einfach sehr viel Energie verbraucht durch die hohe Frequenz. Und die Gussplatte muss da so stabil sein und so massiv, dass sie möglichst wenig von dieser Schwingung der Saite übernimmt, so, ja, also Trägheit der Masse und so, und wenn dann, dass die Energie in der klingenden Länge der Saite bleibt und immer in der Gussplatte hin und her geworfen wird, sozusagen. Ja, dass da wenig Energie verloren geht. Deswegen ist es da sehr schwer und dick und massiv gebaut, obwohl es, sagen wir mal, der kürzere Teil vom Flügel ist, ist der oft schwerer als die andere Seite. Kann man bestimmt mal brauchen. So, da haben wir jetzt nochmal ein bisschen einen Überblick. Im Prinzip habt ihr sowas Ähnliches gerade in der Hand. Ne? Also erstmal hier Grundgerüst, da kommen natürlich noch die Füße drunter und die Pedale. Das sind die Rastenbalken und die Zarge außen. Dann kommt der Resonanzboden drauf. Der wird also wirklich flächig außenrum aufgeleimt. Das ist der Stimmstock. Hier werden die Wirbel eingeschlagen. Der Wirbel hat einen gewissen Durchmesser und die Bohrung für den Wirbel wird um einige Zehntel enger gebohrt, dass man halt wirklich mit Gewalt diese Wirbel reinschlägt. Dadurch sitzen die halt richtig fest im Holz und können diese hohen Spannungen dann auch halten. Bei alten Klavieren kommt es vor, dass das Loch ausleiert und dann kann man es nicht mehr stimmen, weil einfach die Spannung nicht mehr hält. Das ist auch so ein übliches Problem in der Reparatur. Und dann kommt die Gussplatte oben drauf. In der Gussplatte werden dann auch, sind die Löcher schon vorgebohrt, wo dann die Wirbel nachher sitzen. Und da wird dann durch diese vorgebohrten Löcher in den Stimmstock eingebohrt und dann die Saite reingemacht. Aber das, stimmt das dann, dass die Zugspannung der Saite, dass sich da der Wirbel eben auf dem Gussrahmen abstützt, um die aufzunehmen? Und das Holz drunter sozusagen, die Reibung und Klemmung ist, dass er sich nicht wieder aufdreht? Ja. Ja, auch. Also man hat früher solche Fensterplatten gehabt, da war einfach das Wirbelfeld freigelassen, da war kein Guss drüber. Heutzutage hat man meistens Vollpanzerplatten, da ist dann wirklich über dem kompletten Wirbelfeld Guss und nur halt Löcher in den Guss gebohrt, da wo die Wirbel dann sitzen. Das ist natürlich dann stabiler. Oft ist dann auch der Gussrahmen gedübelt. Das heißt, da wird dann, also die Bohrung im Guss ist größer, als man sie bräuchte, ne? Damit also der Wirbel nicht am Guss hängen bleibt. Und dann wird dann in diese Bohrung noch ein Holzdübel eingesetzt, damit der Wirbel auch wirklich Halt hat bis auf die Oberkante Gussplatte. Es gibt auch Hersteller, die machen das absichtlich nicht. Das würde jetzt aber wirklich den Rahmen sprengen. Noch Fragen? Das gleiche habe ich jetzt hier nochmal, das ist so eine Explosionszeichnung quasi von einem oder so ein Schnitt durch den Klavier. Klavier und Flügel sind vom Prinzip her genau das gleiche. Ne? Also hier hinten, ja, hier haben wir den Rasten, dann der Resonanzboden, dann hier ist der Stimmstock, wo dann die Wirbel drin sitzen, da drauf die Gussplatte und dann kommen die Saiten drauf. Bei einem Klavier schlägt dann der Hammer von vorne gegen die Saite. Bei einem Flügel schlägt dann der Hammer von unten gegen die Saite. Ne? Da liegt der Hammer und schlägt dann von unten gegen die Saite. Das ist auch mal ein grundsätzlicher Unterschied zwischen Klavier und Flügel. Gibt es da irgendwelche klanglichen Unterschiede oder warum baut man Klavier und Flügel unterschiedlich? Also ursprünglich, also das Cembalo sah ja auch eher aus wie ein Flügel. Und der Flügel ist dann schon das bessere Klavier, sagen wir mal. Es ist so klanglich, also auch von der Form optimal. Also diese Flügelform kommt ja auch nicht von ungefähr, sondern eben es kommt von den verschiedenen Seitenlängen, die man braucht. Das sehen wir gleich in der Mensur. Und das Klavier ist dann aus Platzmangel entstanden, quasi. Ne? Es gab dann auch früher schon so diese Tafelklaviere, die waren dann halt wirklich ja, so ein rechteckiger Flügel, sagen wir mal, ein kleingestutzter. Und wir haben heutzutage dann solche Klaviere hier, die dann aufrecht stehen an der Wand, damit es nicht so viel Stellfläche braucht. Also so zu bevorzugen wäre ein Flügel, von der Mechanik her, von der Technik, von den Klangeigenschaften. Ein Klavier ist dann halt mehr so das Hausinstrument oder wie auch immer. Da gibt es auch welche mit Mechanik, die du an der Wand befestigst und dann kannst du den Flügel so hochklappen, wenn du ihn nicht brauchst. Also nicht an der Wand, aber an Wänden kann man das befestigen. Bitte nicht an unserer Regipswand. Ja, ja. Also ich freue mich hier über Anregungen von Nerds, ne, was man mit so einem Klavier noch anstellen kann. Das ist
Da ist sicher noch einiges Lustige machbar. So, jetzt kommen wir zur Mensur. Das ist jetzt die Seitenanlage. Ich habe jetzt von dem Flügel keine Mensurbilder gefunden. Ich habe jetzt eins von dem Klavier. Hier oben sind die hohen Töne. Ne? Also die Hämmer schlagen in einer Linie an. Die Mechanik ist so in einer Linie angeordnet. Und zwar ungefähr hier. Ne? So einmal quer rüber. Also da, so ungefähr da, wo diese Linie hier. Ne? Das ist so die Stimmstockunterkante. Ungefähr da schlägt der Hammer auf die Saite, weil das das beste Klangergebnis gibt. Und die Saiten werden, also bei einer Konstruktion am Klavier wird im Prinzip erstmal so die Anschlagslinie gezeichnet und dann außenrum die Saiten. Dass die Anschlagslinie an der Stelle ist, an der Saite, wie man da, wo es am besten klingt. Und das, daraus ergibt sich dann diese Mensur. Kurze Saiten hier oben, im Diskant hat die höchste Saite nur so 5 cm ungefähr. Und nach unten hin im Bass, ne, wie gesagt, hier, das sind dann die Mittellage-Saiten, die gehen dann schräg nach links runter. Und die Bass-Saiten gehen dann schräg nach rechts runter und sind dann kreuzseitig bespannt. Das ist so das, was heutzutage der Stand der Dinge ist. Wie gesagt, die Mittellage und der Diskant dann dreichörig, also das sind immer drei Saiten, die dicht nebeneinander liegen und ein Hammer schlägt dann alle drei Saiten an, damit die entsprechende Lautstärke auch kommt, die wir wollen. Im Bass sind es dann nur zweiseitig, also hier, wo es ein bisschen dunkler ist und da, wo es ein bisschen heller ist, da ist dann nur noch eine Saite im Bass. Die ist dann aber besonders dick umsponnen. Also die Basssaiten haben einen Stahlkern und sind dann mit Kupfer umsponnen. Je mehr Masse so eine Saite hat, desto tiefer klingt sie. Daraus erklärt sich zum Beispiel auch, warum ein großer Konzertflügel besser klingt als so ein kleines Klavier. Weil die Saiten länger sind, die müssen, um den gleichen tiefen Ton zu erzeugen, weniger dick umsponnen werden. Und dadurch ist die Saite flexibler und schwingungsfähiger. Ne? Bei so einem kleinen Klavier muss man so richtig viel Kupfer draufpacken, damit er überhaupt den tiefen Ton erzeugen kann. Und ist halt steif. Ne? Die drei Saiten, werden die exakt gleich gestimmt? Die werden exakt gleich gestimmt. Die auch so ein bisschen, um für den Klang voller zu machen oder so? Ja, also sagen wir mal, für die 0815 Kunden zu Hause stimme ich sie gleich. Wenn der Konzertpianist andere Wünsche hat, werden die natürlich erfüllt. Also man kann viel machen mit Stimmung. Ob jetzt ein Klavier gedeckter klingt oder ein bisschen offener, strahlender. Und das ist immer abhängig davon, ob so ein bisschen Schwebung drin sein soll, ja, ob so ein bisschen lebendiger klingen soll oder mehr so glatt gebügelt. Das ist erstmal Geschmack des Künstlers, aber auch zum Beispiel abhängig von der Musik, die man in der entsprechenden Epoche spielt. Ja. Also für Barockmusik würde man eine andere Stimmung verwenden möglicherweise als für einen Rachmaninow oder ja, für modernere Musik. Variiert man da auch die Materialien, also dass sich diese drei Saiten, die für eine Taste zuständig sind, aus unterschiedlichen Materialien fertigen? Nein. Also wir haben einen speziellen Stahldraht, einen polierten Stahldraht, der sehr dauerschwingfähig ist. Also man muss auch so eine Besaitung an einem Klavier normalerweise im Laufe eines Lebens nicht tauschen. Und die haben dann auch auf Dauer diese Spannung auch halten. Hm? Also wenn man neue Saiten drauf macht an einem Klavier oder an einem Flügel, dann dehnen sie sich die ersten Jahre immer noch ein bisschen. Das leiert dann noch, wie bei anderen Instrumenten auch, das leiert dann noch ein bisschen aus. Und irgendwann ist der Punkt dann erreicht, wo eigentlich keine Dehnung mehr stattfindet. Und dann verstimmt sich dann so ein Instrument nur noch hauptsächlich durch Klimaschwankungen, ne? Durch feuchte Schwankungen. Das kann man bei der Stelle vielleicht auch nochmal erwähnen, wenn man sich das so vorstellt, diese Kuppel an Resonanzboden und darüber liegt die Saite und die drückt diesen Resonanzboden runter, wie so eine Brücke. Ne? Und dann kommt dann die Feuchtigkeit, macht Buhu und dann quillt dieser Resonanzboden auf. Und da er ringsum fest eingeleimt ist, kann der Resonanzboden nirgends hin, außer nach oben. Also steigt der Resonanzboden nach oben, die Saite kriegt auf einmal mehr Spannung, ja, auf einmal drückt da einer gegen die Saite und der Ton wird höher. Umgekehrt, wenn es trocken ist, ja, fällt dieser Resonanzboden, also diese Wölbung, ein bisschen in sich zusammen. Spannung wieder weg von den Saiten und dann klingt der Ton wieder tiefer. Und wenn das immer nur so gleichmäßig passieren würde, wäre es toll, dann bräuchte ich nicht mehr stimmen, aber das wird dann immer total durcheinander und deswegen muss man das dann stimmen.
in unseren... Das heißt, Temperatur würde dann gar nicht so viel ausmachen. Weil doch, weil Temperatur und Feuchtigkeit schon zusammenhängen. Wichtig ist die relative Luftfeuchtigkeit. Ne? Wenn man jetzt ich hätte jetzt mal auch vermutet, dass vielleicht einfach die Seiten sich ja ausdehnen, wenn sie wärmer sind. Das auch, aber natürlich. Können wir natürlich auch vorstellen, dass ja alle gleichmäßig davon betroffen sind, sodass dann also zwar insgesamt das Klavier vielleicht etwas anzieht, aber sich nicht untereinander verschleppt. Also die Stimmung, also dass halt wirklich diese drei Saiten zum Beispiel, ne, exakt die gleiche Tonhöhe haben, ist wirklich, das ist ein Punkt. Da haben wir keine Toleranz. Und wenn sich dann nur ein bisschen was ändert und die Saiten liegen jetzt ein bisschen nebeneinander und ne, sind ja nicht die eine und dieselbe Saite, dann reicht halt wirklich ein bisschen Unterschied zwischen den Saiten, dass es schon eiert. Steht so ein Konzertflügel dann in einer Klimahalle vor dem Konzert? Oder wird es kurz vorher? Schön wär's. Ja, keine Ahnung, könnte sein. Ne? Oder wird es kurz vorher dann nochmal. Ja, also für Konzerte, wie gesagt, Profikonzerte, werden die Flügel am Tag des Konzerts normalerweise gestimmt. Oft dann einmal vor der Probe, spielt der Pianist dann nochmal einen Flügel und hat dann noch Wünsche und dann wird es dann nach der Probe nochmal gestimmt, eventuelle Wünsche erfüllt. Und und oft muss ich dann da bleiben während dem Konzert, ja, mindestens bis zur Pause, weil es kann ja sein, dass durch die Leute, die dann reinkommen, auf einmal die Luftfeuchtigkeit steigt, ja, in dem Konzertsaal und dann ist wieder irgendwas und dann muss ich in der Pause nochmal nachstimmen gehen, schnell, eine halbe Stunde Zeit noch ein bisschen zu fummeln. Also das sind dann wirklich dann die Profis, wo es dann perfekt sein muss. Für den normalen Menschen zu Hause bin ich froh, wenn sie es einmal im Jahr stimmen lassen. So, damit wir noch ein bisschen mit der Physik weitermachen. Ja. Hört man das eigentlich jetzt, sag ich mal, mit dem normalen Gehör, also nicht geschult, sag ich mal, das diesen Unterschied schon? Ob es gestimmt ist oder nicht? Nee, diesen Unterschied, wenn es schon gestimmt ist, aber dann doch wieder der das spielt, sagt, nee, es passt nicht. Aha. Diese Differenz, hört man die schon? Sag jetzt mal, würde ich das hören, ich habe kein Gehör dafür. Wenn es schon ein bisschen auseinander geht, ob man das dann, ob sich, also du meinst, ob man ein Konzert wirklich, ob man das wirklich braucht, ja? Oder? Jetzt mal sagt wirklich jemand, der nicht unbedingt so wirklich die Erfahrung hat, dass dann merkt diesen kleinen Unterschied, der dann schon wieder es sagt, gibt, dann es gibt wenige Pianisten, die das wirklich merken, ja. Aber mag jetzt vielleicht ein bisschen arrogant klingen, aber ich habe so den Eindruck, dass wenn ich das nicht merke, dass auch sonst keiner dran merkt. Das ist, also als Klavierstimmer beschäftigt man sich von morgens bis abends damit und das Gehör ist entsprechend geschult. 3 Jahre lang in der Ausbildung und dann nochmal, mittlerweile mache ich das 12 Jahre und dann also irgendwann merkt man dann schon immer besser, ob es noch passt oder auch nicht. Im normalen Hobbybereich bei den Leuten zu Hause so, da kommen dann regelmäßig diese Anrufe, das ist schon wirklich sprichwörtlich bei uns Klavierbauern, ja, das Klavier ist noch voll in Ordnung, es müsste halt mal gestimmt werden, dann können wir gleich mal sagen, schmeißen das weg, ist Schrott. Kommt regelmäßig vor. Also wenn die Leute dann hören, dass es verstimmt ist, dann ist es wirklich furchtbar. Aber wie gesagt, das gilt nicht für Profi-Pianisten oder für jemanden, der schon lange spielt. Das kann man echt nicht verallgemeinern. Nichtsdestotrotz wollen wir es natürlich im Konzert perfekt haben und die Zahlen dafür. Und wir machen das natürlich perfekt. So, ein bisschen Physik. Alles nicht so schlimm. Das ist jetzt die Frequenzberechnung, wie man jetzt zu so einer Mensur kommt, zu diesem Bild. Ne? Also kurze Saiten im Diskant und den Bass brauchen sie länger. Und irgendwie kann man die dann auch nicht mehr ewig lang machen, weil sie sonst nicht mehr richtig schwingen. Also muss dann Kupfer drauf. Klein f, das ist die Frequenz. L ist die Länge der Saite, hier unten, L ist die Länge der Saite, die klingende Länge, ja, also da, wo sie wirklich schwingt. D ist der Durchmesser der Saite, nicht so schlimm. Dann die Dichte des Materials, also Stahlseite oder Stahl mit Kupfer, muss man dann andere Werte einsetzen. Und hier oben das f ist dann die Zugkraft, die diese Saite hat. Und das ist dann im Prinzip eine ganz einfache Geschichte. Wenn man die Länge der Saite zum Beispiel verkürzt, dann wird hier die Frequenz höher. Ja, also kürzere Saite gibt einen höheren Ton. Den Durchmesser der Saite ist das gleiche. Je dünner die Saite ist, desto höher ist die Frequenz. Bei der Zugkraft ist es andersrum. Ja? Je mehr Zugkraft wir haben, desto höher wird die Saite. Je weniger Zugkraft, desto tiefer wird die Saite. Ich denke, ihr kommt mit dieser Formel alle klar, oder? Das ist jetzt nicht wirklich kompliziert. Gut.
schön, ich wollte euch auch nicht überfordern. Achso, Moment, da können wir jetzt auch nochmal einen Blick drauf werfen, schematisch, wie das wirklich aussieht. Ne? Das ist jetzt ein Schnitt durch ein Klavier. Das unten ist der Rastenbalken. Ne? Dann kommt hier, wie immer, schon wieder der Stimmstock. Das ist der Resonanzboden. Das ist diese Gussplatte. Hier sieht man dann, ne, wie das ist die Bogen von der Gussplatte, ist etwas größer. Und dadurch wird dann der Wirbel in den Stimmstock reingetrieben. Die Saite wird hier aufgehängt an so einem Wirbel, läuft hier einmal unter einem Druckstab durch, dann über die Silie. Und an der Stelle fängt die klingende Länge an. Also von hier bis hier. Das ist die Länge, die wir hier in die Formel einsetzen müssen, damit wir die Frequenz kriegen. Und die Saite muss natürlich, nachdem sie dann über den Steg gelaufen ist, hinten auch nochmal angehängt werden. Dafür haben wir dann in der Gussplatte solche Stifte, wie ihr sie eben auch im Modell seht. Ne? In dem Fall ist kein Guss drauf, sondern halt Holz. Und da kann man dann die, die Saiten aufhängen. Yes. Aber warum brauche ich denn jetzt noch den Stimmstock? Also auf der anderen Seite ist das ja direkt im Rahmen verschraubt. Mhm. Also sind diese Nägel direkt im Rahmen? Richtig, weil ich die Saite drehen muss. Ich muss ja stimmen können. Ja, okay, aber der Stimmstock gehört doch nicht zu dem Gussrahmen, oder? Nein, der ist unterm Gussrahmen. Warum ist das nicht, im Gussrahmen drin? Also da könnte es ja auch irgendwie theoretisch die Stimmschraube drehen. Im Guss, meinst du, wenn man das, genau. Das würde nicht genug halten? Okay. Das ist Graphitguss. Der hat halt für uns den Vorteil, dass er wirklich Graphit drin hat. Ja, der ist einen relativ hohen Anteil in dem Fall. Das heißt, der ist gut spanbar, man kann ihn bohren, man kann ihn schleifen und flexen und alles. Ne? Also für Bearbeitung ist gut. Aber hat natürlich dann, dieses Graphit hat auch schmierende Wirkung. Das heißt, wenn ich jetzt keinen Stimmstock hätte, sondern nur ein Loch im Guss und da jetzt den Wirbel reintreibe, der würde die Spannung, die ich brauche für die Saite, gar nicht halten. Und Holz ist halt wirklich ein sprödes, trockenes Material, ja, also da sitzt dann richtig fest drin und da, das hält im Gegensatz zum Guss. Da ist halt kein Graphit-Schmierstoff oder was dabei. Ja, ansonsten ist so der Schnitt klar ungefähr, ne? Seht ihr, so kompliziert ist es gar nicht. So, jetzt wird es ein bisschen, ja, jetzt wird es ein bisschen komplex. Also ich muss auch sagen, ich kann euch jetzt so nicht erklären, wie eine Mechanik funktioniert. Das ist, ich habe ein Mechanikmodell mitgebracht, ja, das ist jetzt von einem Klavier. Da dürft ihr dann, wen es interessiert, hinterher noch hin und ich bin auch dabei und beantworte alle Fragen. Grundsätzlich hat so eine Mechanik halt ja, eine Aufgabe, nämlich die Bewegung, die der Pianist auf die Taste macht, umzuwandeln in eine Bewegung vom Hammer, der dann den Ton erzeugt. Das heißt, hier, wenn man hier vorne auf die Taste drückt, muss eine senkrechte Bewegung von etwa 10 mm durch diese ganze Mechanikgeschichte durchgefriemelt werden in eine senkrechte Bewegung nach oben in die entgegengesetzte Richtung von ungefähr 48 mm. Außerdem soll nach einem Anschlag der Ton auch nur einmal klingen. Das heißt, der Hammer muss, nachdem er die Saite angeschlagen hat, wieder irgendwo aufgefangen und festgehalten werden, damit er nicht irgendwie unkontrolliert nochmal gegen die Saite kommt. Und der Hammer soll nach dem Anschlag, wenn man die Taste loslässt, möglichst schnell wieder spielbereit sein. Das heißt, die Startposition der Mechanik soll so schnell wie möglich wieder hergestellt sein, damit man dann auch solche Triller oder so Repetitionen halt ganz schnell machen kann. Und je besser die Mechanik ist, je genauer sie gearbeitet ist und je genauer sie eingestellt ist, desto besser funktioniert es. Bei großen Konzertflügeln haben wir dann eine Qualität, wo man dann halt wirklich auch für einen Profi-Pianisten das hinkriegt. Bei so einem kleinen Klavier, was jetzt hier stehen haben, können wir davon träumen. Aber das ist so grundsätzlich die Funktion von einer Mechanik. So sieht es bei einem Flügel aus und da habe ich noch ein Bild von einer Klaviermechanik. Da steht, wie gesagt, die Saite hier senkrecht und da muss dann hier diese Zentimeterbewegung nach unten hier oben in 48 mm in diese Richtung umgewandelt werden. Teil der Mechanik ist auch die Dämpfung hier. Auf jeder Saite oder auch auf jeder Saitengruppe sitzt ein Tischel, ein Dämpfer mit solchen Tischeln. Also hier, ne, sowas da. Kann man sehen.
Wenn ich die Taste drücke, dann muss der Dämpfer auch abheben von der Saite, damit die Saite freigegeben wird und frei schwingen kann. Wenn ich die Taste wieder loslasse, will ich, dass der Ton wieder weg ist. Und dann muss auch der Dämpfer sofort wieder auf der Saite sitzen und möglichst schnell den Ton wieder wegdämpfen, also die Schwingung von der Saite rausdämpfen. Das ist auch ein Teil der Mechanik. Ja. Es gibt ja jetzt bei Klavieren, so wie ich das mitbekommen habe, die unten diese Pedale, mit denen man auch dafür sorgen kann, dass die Töne hallen, damit dann diese... Genau. Da gibt es dann noch eine Stange, die hier drin steckt, die geht über die komplette, durchs komplette Klavier durch, unter alle Dämpfer durch. Und an der einen Seite stößt, also greift das Pedal an und hebt die Stange so an, dass alle Dämpfer gleichzeitig rausgehoben werden. Ja? Das heißt, dann klingt dann auch nicht nur die eine Saite nach, die man gerade spielt, sondern es klingt, also die anderen Saiten, die dann komplett frei liegen, werden dann durch die Frequenz von der einen Saite oder von den Tönen, die man gerade spielt, zum Mitschwingen angeregt. Und das gibt dann nochmal ein ganz anderes Klangbild dazu noch. So. Habt ihr dazu noch irgendwelche Fragen? Ich habe noch Zeit, ihr dürft nachher gerne noch selber kommen und damit rumspielen. Ne? Okay. Gut, also das war jetzt mal so grundsätzlicher Aufbau. Es tut mir leid, aber Mechanik kriegen wir jetzt, also kann ich jetzt so verbal nicht wirklich erklären. Das muss man wirklich sehen und selbst anfassen und probieren. Aber das können wir gerne nachher noch hier machen. Ich habe außerdem auch ein Klavier mitgebracht. Das mache ich euch nachher noch auf. Das Gehäuse mal runter machen und dann kann man mal reingucken, wie so eine komplette Mechanik aussieht und selber mal Tasten drücken und spielen und gucken, wie das Ganze funktioniert. Okay. Wenn keiner mehr Fragen hat, sage ich Dankeschön.